Also heute, 3. August, Museum Ludwig. Wir haben einen langen Prozess durchgemacht, den ich folgendermaßen beschreiben möchte. Wir geraten in etwas hinein, was wir nicht zusammenkriegen, wo wir uns überfordert, sehr angestrengt, auch ärgerlich fühlen, weil es ergibt keine Form, es ergibt kein Ganzes. Wir kommen in keine Geschichte rein, wir kommen in sowas hinein wie eine Auflösung. Groß, dunkel, schmierig, dahingeschmiert, leuchtendes hellorange, fast mittig platziert. Gegenstände, Fehlanzeige. Ich find's erstmal erschlagend. Eine riesige Wand und dann baut sich so eine zwielichtige Straßenecke auf. Für mich blieb's sehr gestaltlos irgendwie. Für eine Szene in der Natur war es mir irgendwie insgesamt doch zu dreckig. Ich sehe Dunkelheit. Lila, rosa, graue Tränenwolken, eine weinende Frau in einem roten Kleid im nächtlichen Wald der Finsternis. Keine Wärme breitet sich aus, Licht und Flammen sind auf die feurige Mitte begrenzt. Der Rest wird vom Dunkel verschluckt, verschlungen. Und ich finde es okay. Es kommt mir wahr vor, echt vor. Es ist dunkel. Da hilft auch das Scheißfeuer nicht. Es führt nur zu Rauch und noch mehr Dunkelheit. Ich sehe nicht viele Formen. Es sind Farbflächen, die irgendwie alle beieinander stehen. Sie stören sich nicht wirklich, aber sie passen auch nicht wirklich zusammen. Aber insgesamt blieb dann doch alles für mich sehr chaotisch, unruhig, aber dennoch irgendwie fesselnd. Obwohl der Hintergrund schon sehr erschlagend ist, so düster und auch niederschmetternd. Ich fühle mich überfordert von diesem riesigen Bild. Mir fehlt ein Zentrum, Bezüge, Farbgewalt, Malgewalt, brutale Flächen, dunkle Farben, sinnfreie Farbakzente. Mir sinkt der Mut bei der Betrachtung. Ich fühle mich in die Wüste geschickt, als lache das Werk mich aus. Es bleibt meine Überforderung, ich bin raus. Diese Auflösung kann aber auch sehr genossen werden, in Rauschhaften. Eine Silhouette mit Zopf in dunkelrotem Gewand lehnt an einer Häuserecke. Es ist nass, es plätschert, heruntergekommene Gegend, shady fällt mir ein. Aber ich will mich dazustellen und eine mit ihr rauchen. Etwas zieht mich an, raue Wärme einer Nacht, die noch ist und die ich noch durchzechen werde. Vielleicht ist es der Hintereingang eines Opernhauses. Irgendetwas Cleanes trifft auf irgendetwas Kantiges. High Society auf Gosse. Gleich weitermachen in der Aufführung, in der Auflösung. Ich finde eine kurze Auszeit. Es ist anonym, es ist dreckig. Alles darf schemenhaft bleiben. Ich muss es nicht vereindeutigen. Das ist die Lust an der Auflösung. Was aber dann auch irgendwie sein Ende finden muss. Das Ende wäre hier sowas wie das biblische Tohuwabohu. Gleichzeitig ist aber auch alles da und hat dadurch irgendwie seine Ordnung. Insgesamt ist es aber trotzdem ein formloses Chaos. Das ist beunruhigend und beruhigend zugleich. Es ist irgendwie ein fruchtbares Chaos. Ich habe hier das Tohuwabohu. Hier ist irgendwie Licht, hier ist Finsternis, Ödnis, Wasser und Luft. Und irgendwie der Hauch Gottes, der hier die Geburt der Welt darstellt. Wo eigenständige Elemente, die sehr schön sind, wie das Orange, das Blau, das Rot, das Türkis, das Schwarz, das Braun, das Grün, vorhanden sind. Im Zentrum eine Gestalt wie ein Drache, majestätisch zufrieden, zu Rechten ebenfalls eine tierähnliche Gestalt, selbstbewusst und ruhig. Der Hintergrund dunkel, verwischt, Vegetation, Stein, Wasser. Mir gefällt das Bild. Es ist keine Darstellung einer realen Szene, aber ich kann meiner Fantasie freien Raum schaffen und abschalten. Den Drachen finde ich ansprechend und lieb. Es sieht aus wie eine Kinderzeichnung. Vielleicht ist es auch die Geschichte der Evolution. Zunächst nur die Elemente, dann erstes Leben, Dinosaurier, anderes Leben bis zum Menschen. Für mich könnte es auch ganz viele überlagernde Graffitis mit ganz vielen unterschiedlichen Farben, die alle irgendwie nicht so ganz zusammenpassen, auf irgendeiner Hausfassade in Köln sein. Lexe verschwimmen. Ist es Hoffnung, die durch die wenigen leuchtenden Farben transportiert wird? Bedrohlichkeit bahnt sich Stück für Stück ihren Weg. Graue Nuancen und doch bunt. Ich habe gemerkt, dass ich mich dann immer in das ganz rechte tiefe Lila oder auch das wunderschöne hellere Rosa-Lila, wie auch immer man diese Farbe nennen mag, über dem Neon grün geflüchtet habe. Es kämpft sich durch, ruckartig draufgeklatscht, es zerläuft, Farbmassen verteilt, schemenhafte Figur, ich suche die Menschlichkeit. Ist es ein Gegenüberstehen? Höher, schneller, weiter. Welcher Farbklecks bekommt seinen Moment der Strahlkraft? Gelb gewinnt. Ist es nun ein Funken Hoffnung oder doch einfach ein Dino? Dominanz macht sich breit, das Düstere kriecht hervor, doch nicht ganz. Ich schließe die Augen. Gelb, Türkis, Blau, Pink, Grau. Und links wie eine Hand, die versucht, irgendwie was zu packen zu bekommen, wir dann darauf hoffen, dass sich daraus wieder etwas Neues bildet. Die einzige menschliche Gestalt, die ich sehe, ist die ephemere
schwarze Hand im Eck kommt aus dem Abgrund und versucht, nach dem Licht zu greifen, nach diesem kleinen Lichtstrahl. Er ist auch nicht wirklich leuchtkräftig und irgendwie auch doch keine Rettung für diese Hand. Alles scheint mir einerseits bewegt, die Flammen, die tropfenden Tränenwolken, und zugleich erstarrt, für immer in dieser dunklen Wald gebunden. Bei der Frau ein Kleid wie Blut wurzelnd in den Waldboden wachsend, anders als der Mann, der aus dem Bild raus kann, ist sie ganz starr, für immer in dem Bild im Dunkel gefangen, vor einem Feuer, welches weder Licht spendet noch wärmt, unter einem Laubdach und Blutwolken im Rauch gefangen. Das einzig Menschliche hier ist die Hand, aber es ist irgendwie nicht klar, ob diese Hand und dieser Mensch hier in dieser Neuschöpfung, in dieser Geburt wirklich Halt findet. Also sowas wie eine Auflösung, eine Zerstörung, ein kurzer Moment der verschiedensten Elemente, die ganz disparat beieinander stehen, und dann der Hoffnungsschimmer, es möge sich daraus wieder etwas entwickeln.